Also ich suche jetzt die Wasserpumpen, die sauberes Wasser einfach so aus dem Boden geholt haben, die ich am Anfang ganz toll fand und dann am Ende doch nicht benutzt habe, weil die Yuki-Pumpen besser waren. Die hier. Und davon fordere ich jetzt die MK2er an, weil ich weiß, davon müssten wir eigentlich noch irgendwie rumliegen haben. Genau da, dankeschön. Das heißt, die lege ich jetzt hier hin. Ah, okay. Fill Light Oil Barrel. Flop. Dann kommt da ein Verbindungsrohr hin. Brauchen wir nur noch ganz viele Barrels. Bauen wir davon ein paar. Dann kommt ein Ärmchen daran. Und eine rote Kiste. Und hier kommt eine... Wo ist mein Ärmchen? Hier kommt eine blaue Kiste hin. Die hätte gerne immer... Davon welche. 20 Stück reicht völlig. Genau. Und dich beschränken wir mal auf ein Stack. Und das ist keine rote Kiste, sondern lila Kiste? Ja, eine lila Kiste. Damit wir halt das hier auch immer frei haben. Ah, es wird irre, irre viel Stahl verbrauchen für richtig, richtig viele Fässer, weil wir ja durchgehend Flüssigkeiten produzieren. Also sei es drum. Auf jeden Fall sollten diese Dinger jetzt nicht mehr voll laufen. Das Schweröl läuft nicht voll wegen Resin. Ja. Die ganze Anlage kann weg. Die Anlage hier nicht. Die Anlage hier, ja. So, jetzt hätten wir gerne das Ganze auch noch für hier. Wieder irgendein Angriff. Aber das da oben hält sich irgendwie besser. Komischerweise. Rein, raus, weg, weg. Unbedingt dran denken, das oben wieder aufzubauen. Unbedingt dran denken. Gut. Rein, raus. So, du würdest jetzt gerne Lubricant füllen. Kriegst dafür hier ein paar Fässer. Forderst auch von dir aus immer 20 Fässer. Auf was hat man dich beschränkt? Achso, gar nicht beschränkt, sondern lila Kiste. Ja, da war was. Das war falsch. Du. So. Und eine Verbindung. Das war nicht nett, das war unser erstes Fass. Ja. Okay, also Luke kommt jetzt auch durchgehend. Wobei ich eigentlich mit grünen Ärmchen arbeiten sollte. Ja, mach mal so. Und du nimmst bitte nur, egal was raus, wenn die grünen Fässer kleiner sind als 10. Also wir stellen jetzt sicher, dass immer 10 Fässer mit grüner Flüssigkeit da sind. Wenn mehr als 10 da sind, dann wird hier nichts rausgenommen. Das heißt, es staut sich nur Petroleumgas, Leichtöl, Schweröl. Nicht Lubricant, nicht Schwefelsäure. Okay. Wobei Schwefelsäure weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich das wirklich machen sollte. So, du musst erstmal weg und du musst woanders hin. Irgendwo hier so, ist okay. So, weg, weg, weg. Alles weg. Nächste Pumpe. Hier. Du hättest gerne das. Du bist wieder so einer. Und hier auch wieder intelligentes Ärmchen. Das gleiche mit der Schwefelsäure. Du hättest gerne... davon 20. Und du fehlst Schwefelsäure. So, du arbeitest nur, wenn... Schwefelsäure. Kleiner als 10.
und bekommst 20 davon. Gut. Also, wir müssen das Ganze jetzt auch noch machen für Schweröl. Das heißt, wir bräuchten hier eine kleine Abzweigung. Und für Petroleumgas. Wobei Schweröl ist problematisch. Weil momentan ist unsere Resin-Produktion auch noch von dem da abhängig. Was wir aber auch über eine Farm laufen lassen können. Wir haben hier oben diese eine Farm. Na gut, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Und kümmere mich da... Boah, ist das viele Batterien. Schmeiße jetzt ein paar Batterien weg. Und dann kümmere ich mich darum, dass die Engines und Flying Frames und so weiter oben mitgebaut werden. In unserem Fabrikkomplex. Was wird hier die ganze Zeit hinterher geflogen? Den ganzen Kram nehmen wir... okay. Also einmal Inventar leer machen, lastet unsere Roboter doch schon ganz schön aus. So, hier ganz viele Aufladedinger, die ihr nicht nutzt, weil ihr noch in der Warteschleife seid. Oder weil ihr den nächstbesten Platz nutzen wollt. Ihr seid sehr komisch. Weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. So. Wieder ein Angriff oben links. Eventuell müssen wir die Basis da auch bald aufgeben. Das ist kein besonders gutes Zeichen, ist ehrlich gesagt, dass wir jetzt hier und da andauernd wieder die kleinen Basen aufgeben müssen. Na gut. Ich hätte gern grünes Zeug. Das war hier. Gut, grünes Zeug. Die Batterien funktionieren. Ich wollte jetzt die Engines machen. Richtig. Dafür muss ich allerdings hier erstmal das Muster weiterbauen. Wusch. Okay, das reicht. Das reicht, 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 reicht. Dip. 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 So, hier kommen überall gelbe Kisten hin. Aber hier runter können wir weiter mit Fabriken arbeiten. Also da, 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 da. Da, 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 da. Was brauchen wir für die Engines? Für die Engines brauchten wir Lubricant. Das heißt, eine von den Fabriken muss dafür da sein, dass Lubricant ausgekippt wird. Sagen wir mal die hier. Ach so, das geht wieder nicht hiermit. Das geht nur mit so einer komischen Pumpe, richtig? Das passt jetzt mal gar nicht ins Bild. Nee, es gefällt mir nicht wirklich. Kann man das nicht noch irgendwie so machen wie früher? Ugh. Nee. Da muss ich mir was einfallen lassen. Also, entweder machen wir die Engines doch wieder unten. Wobei das denn hier wieder problematisch wird. Oder replizieren sie? Das wäre echt eine schöne Alternative. Ist ein bisschen high-techy und verbraucht viel Strom und Ressourcen und so weiter, die wir eigentlich hierfür einsetzen sollten. Aber ich glaube, das wäre mir schon fast lieber. So, Angriff oben rechts. Ist alles okay. Mehr Türme. Wow. Oh, und blaue Fließbänder für unsere Ressourcenschicht da oben. Das sollte ich ja noch demnächst machen. Für hier. Und schnellere Ärmchen. Warum sind hier eigentlich jetzt noch grüne Ärmchen? Die brauchen wir gar nicht mehr, richtig? Ja. Die grünen Ärmchen hatte ich nur drin gehabt für... Was soll's? Hatte ich nur drin gehabt für die Stahlschicht, die hier vorher war. Das Eisen halt rausgefiltert wird, damit raus den Stahl gemacht wird. Haben wir jetzt aber auch schon automatisiert. Da. Die besseren Schmelzöfen hatten wir noch nicht erforscht, oder? Glaub nicht. Guck mal kurz.
Ne, Electric Furnace MK1. Jo, mach mal. So, Lasertürme kommen. Die Lasertürme würde ich aber eigentlich ganz gerne auf unsere Basis aufbappen. Weil unsere Basis sieht momentan nicht so wirklich gut verteidigt aus. Dann hätte ich auch ganz gerne Sandmauern vermehrt. Oder sogar diese Elektromauern. Mal gucken. Aber wenn unsere Außenposten jetzt schon berannt werden, unsere Außenposten haben so eine Verteidigung, dann hätten wir echt ein Problem, wenn wir jetzt so einen Außenpostenangriff irgendwo hier hätten. Wo nur diese Billigtürme schießen. Kommen dann ein, zwei große Spucker und das war's. Ah, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Ist okay. Wie schaut's mit Ressourcen aus? Kupfer hat sich erholt. Das ist sehr schön. Kupfer war nämlich auf 12.000 runter. Ist jetzt wieder auf 18.000. Das ist gut. Ich sehe keine weißen Chips. Kann das sein? Nee. Habe ich die weißen Chips unten kaputt gemacht? Nächster Angriff. Kein davon. Achso, Solder Plates werden nicht da sein, weil hier oben das nicht funktioniert. Weil kein Tin da ist. Du hättest gerne blaue Kiste mit Tin. Mit Tin. So. Tin kommt. Du arbeitest. Auch das, wie gesagt, automatisieren und elektrische Form umbringen. Und Inventar ausleeren, das da oben abreißen. Das können wir leider nicht halten momentan. Also wir können es halten, aber ich würde die Ressourcen lieber nutzen, um meine Basis aufzumotzen, anstatt da Ressourcen zu bekommen, die wir nicht so wirklich hundertprozentig unbedingt genau jetzt gerade so brauchen. So. Ach, weißt du was, mach nochmal weg, weg, weg. Weg. Weg, 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 weg. Okay. Hoch. Oh, und eine Fabrik für Fässer. Wäre noch sehr naheliegend. Hm? Möglichst bald. Sonst staut sich das da unten gleich wieder. So, Utolith. Außenposten. Gib her, gib her. Abbrechen. Utolith Außenposten ist nicht mehr. Gut. Außenposten für Charge Chunks, die wir jetzt brauchen, um Batterien herzustellen. Aber das sind echt viele Charge Chunk Dinger. Das kriegen wir schon hin. Die ganze Strommastgeschichte lassen wir hier. Falls wir uns wieder mal hier ansiedeln. Ist soweit also auch abgebaut. Fehlt nur noch hier. Bauxit. Bam. Wobei die Bauxit-Geschichte hier aber mit am sichersten kann das sein. Ich baue einfach mal noch mehr Türme hier hin. Dann lasse ich dich erstmal weiter rödeln. Ja. Ja, okay. Also ein wenig gestützt das Ganze hier im Norden. Aber wir kommen hoffentlich bald in die Lage, auch mit Power Armor rumzulaufen und dann wieder aktiv ein paar Basen zu zerstören, damit wir unsere Ruhe haben hier um uns herum. So, also die besseren Schmelzöfen sind in der Forschung. Die würde ich noch ganz gerne demnächst hier aufbauen, damit es alles flüssiger läuft und wir diese ganze Geschichte hier endlich mal abreißen können. Was wird zerstört? Eine Mauer. Was? Oh. Zu Hause. Da. ETF. Haben die sich echt erdreistet, uns anzugreifen? Wieder mal gar nicht. So, du baust bitte Fässer. Du baust bitte Repair Packs, bevor ich das alles immer und immer wieder vergesse. So, so. So, so. Du brauchst nur Stahl.
fließt, weiß ich noch. So. Rein. Raus. So, beschränken auf, sagen wir mal, 4 Stacks. Dich beschränken ebenfalls auf 4 Stacks. Du brauchst braune Chips und Eisenzahnräder.